Sie sind hier, 19. Juli 2018, 15 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Zukunft von Marvin Plattenhardt bei Hertha BSC ist ungewiss. Urheberrecht Getty Images. Nach der verkorksten WM beendet Marvin Plattenhardt seinen Sonderurlaub und kehrt zurück zu Hertha BSC. Seine Zukunft ist weiterhin ungeklärt. Nationalspieler Marvin Plattenhardt ist nach seinem Sonderurlaub am Donnerstag ins Training des Bundesligisten Hertha BSC zurückgekehrt. Zusammen mit dem Australier Matthew Leckie, Berlins zweitem WM-Fahrer, absolvierte der 26-Jährige am Mittag Leistungstests. In den kommenden Tagen sollen beide in individuellen Trainingseinheiten ins Vorbereitungsprogramm einsteigen. Mit der deutschen Nationalmannschaft war Plattenhardt erstmals bei einer WM in der Vorrunde gescheitert. Im Auftaktspiel gegen Mexiko 0:1 stand der Linksverteidiger 79 Minuten auf dem Platz, gegen Schweden 2:1 und Südkorea 0:2 kam er nicht zum Einsatz. Englische Clubs an Plattenhardt interessiert. Ob Plattenhardt allerdings die Saison bei den Berlinern absolvieren wird, ist noch völlig unklar. Mehrere Clubs aus der Premier League hatten zuletzt ihr Interesse an einer Verpflichtung des Abwehrspielers bekundet. Auch die Berliner hatten bereits signalisiert, dem Nationalspieler die Freigabe zu erteilen, sollte es ein entsprechendes Angebot geben. Das erste Pflichtspiel steht für die Berliner am 20. August an. In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert die Hertha beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.